In Nottingham sind drei Menschen tot auf der Straße aufgefunden worden. Die Polizei nahm einen 31-jährigen Mann wegen Mordverdachts fest. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Laut Polizeiangaben wurden am frühen Dienstagmorgen zwei Tote auf einer Straße im Zentrum der mittelenglischen Stadt entdeckt. Kurz darauf wurden die Beamten zu einem weiteren Einsatz in der Nähe gerufen. Ein Mann versuchte, mit einem Lieferwagen drei Menschen zu überfahren. Die verletzten Passanten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Augenzeugin berichtet, der Wagen sei von einem Polizeifahrzeug verfolgt worden und habe plötzlich beschleunigt. Da waren zwei Leute an der Ecke und er fuhr direkt in sie hinein. Die Frau fiel auf den Bordstein, der Mann flog in die Luft. Es gab einen solchen Knall. Ich wünschte, ich hätte es nie gesehen. Es hat mich wirklich erschüttert. Zum Glück schienen die beiden aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Frau saß auf dem Bordstein, sie wirkte okay. Der Mann lag auf dem Boden, setzte sich dann aber wieder auf und wartete auf den Krankenwagen. Ich kann nicht glauben, dass er mit der Kopfwunde wieder aufstehen konnte. Etwas außerhalb der Innenstadt wurde ein weiterer Mensch tot auf der Straße gefunden. Wir gehen davon aus, dass die drei Vorfälle miteinander in Verbindung stehen, schrieb die Polizeipräsidentin von Nottingham, Kate Maynell, in einer Presseerklärung. Nähere Angaben zu den Opfern oder den Motiven des mutmaßlichen Täters gab es zunächst nicht. Großbritanniens Premier Rishi Sunak dankte den Einsatzkräften für ihre Arbeit und sprach den Opfern und Angehörigen sein Beileid aus.